Hallo zusammen, willkommen bei Ella die Ice Lady. Hi all, welcome to Ella die Ice Lady. Heute werden wir ein nicht kommerzielles Produkt reviewen. Ich würde sagen, das ist etwas, da bin ich richtig verwöhnt. Das hat mir ein Freund aus den USA geschickt, und zwar der Rich Ferrin. Und der lebt und mit seiner Frau Myra in Virginia Beach. Und die haben eine sehr schöne kleine Farm, würde ich beinahe sagen. Die bauen alles Mögliche dort selbst an. Das ist wirklich fantastisch. Die ziehen richtig diesen Selbstversorgungs-Lifestyle richtig durch. Also das ist wirklich beeindruckend, was die da alles so anbauen und ernten. Und ich habe von Rich dieses schöne fette Glas Marmelade bekommen. Das enthält, sage ich euch gleich, was es enthält. Darauf freue ich mich aber schon besonders und ich bin gespannt, wie es schmeckt. Ich glaube, es schmeckt gut, aber ich glaube, es ist auch wirklich verdammt scharf. Oh, Entschuldigung, ich weiß nicht, ob man das sagen darf. So, we have a non-commercial product today to review. This is actually a treat and I got it from Rich Ferrin from USA. He sent me this fat jar, this really big jar of crocodile tears, actually. He calls it crocodile tears. And Rich and his wife, Myra, they live in Virginia Beach and they have a beautiful farm. They have a fantastic garden and they are farming their food themselves. So they are really living this lifestyle of grow your own, eat your own and so on. And it's really impressive what they do there. It's really nice to see that all the time, Rich and Myra. I'm looking forward to try this. So I have it since, I don't know, maybe 2 or 3 weeks now around. I didn't have time proper, but now it's, today is the day. And I expect it to be fairly hot, to be honest. Also, die Zutaten für diese Marmelade sind Mango, Ananas, Orange, Ingwer, Zucker, Pektin. Und für die ganze Charge, die er gekocht hat, hat er ungefähr 200 Chocolate Murugas verbraucht. Wir haben umgerechnet, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was das war. Es war irgendwas so um die 14 bis 16 pro Glas. 14 bis 16 Chocolate Murugas pro Glas. Ungefähr so hatten wir überschlagen. So this crocodile tears jam, also crocodile tears jam, contains mango, pineapple, orange, ginger, sugar and pectin. And he used for the whole batch, he cooked 200 chocolate murugas. And we estimated that once Rich and me, it should be, I don't remember exactly which number it was. It was something like between 14 or 16 per jar. So an estimate of how much there's in. So I'm expecting it to be fairly hot. And yeah, I'm looking forward to try it. It's of course sealed and it made all the way from the US. To me, it's a beautiful gift. I feel really spoiled to have such friends to treat me with something like this. Also, ich finde tatsächlich, dass ich da sehr verwöhnt bin, solche Freunde zu haben. Der hat mir das aus den USA zugeschickt, weil er unbedingt wissen wollte, wie es mir schmeckt und ob es mir gefällt. Und da habe ich jetzt meinen kleinen Löffel und weil ich erwarte, dass es wirklich, wirklich scharf ist, habe ich mir hier so Camembert mitgebracht. Also ich glaube, das esse ich vielleicht dann, also ich probiere einmal pur, aber ich esse es dann vielleicht mit Käse. Der Geschmack ist gut. Es riecht nach Orange und es riecht nach Ananas auf jeden Fall, eine Note von Ananas. Und es hat eine schöne Konsistenz, also es ist richtig stückig und so teeflüssig, also richtig, wie man eine gute Marmelade erwartet. Ich denke, ich rieche vielleicht, nein, die Murugas rieche ich nicht. Also ich rieche auf jeden Fall Ananas und Orange daraus
Mango ist ja eher mild, das schmeckt man, aber es riecht nicht so besonders stark. This smells really, really beautiful. I think I can smell for sure oranges and pineapple, and it has a nice caramelized smell. Of course, I can't smell the mango because it's not that smelly actually. So the flavor is, the taste is more prominent than the smell of it. And I wouldn't say I can smell the morugas, but I expect this to be hot. So I will try a spoon without and then see how it goes. It's really chunky and thick, just how one would expect. And I believe this darker parts, also ich glaube diese dunkleren Stücke, das sind dann tatsächlich, seht ihr das gut? Diese dunkleren Stücke sind, glaube ich, tatsächlich dann die Morugas. Es sind definitiv auch die Kerne drin. Also, es sieht fantastisch aus. So, it looks really delicious. I believe these bigger, darker chunks, they look actually red. This should be the Morugas. Also. Süß. Der erste Eindruck ist süß. Und es ist sehr fruchtig. Ja, und diese Karamellnote, die ich wahrgenommen habe, das muss auf jeden Fall die Schokomorugas sein. Also der Geschmack ist der Hammer. Das kann ich, muss ich mal auf mich wirken lassen, wie ich das beschreibe. This is tasty. So the fast forward impression is of course sweet. But it's fruity too, and I believe this caramel note, which I mentioned, is actually the chocolate morugas. I need to think about how to describe it properly, so because it's actually complex. Also, das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beschreiben. Ich nehme noch einen. Es ist nicht so scharf, dass man es nicht essen kann, also dass ich es nicht essen kann. Ein sehr schöner Orange Ananas. Die Mango schmecke ich gar nicht als Einzelnes heraus, aber ich schmecke auf jeden Fall diesen schönen Geschmack. Also ich mag sie frisch nicht, aber diesen schönen Geschmack. So eine Schokoladennote wirklich von diesen Schokoladenmorugas, die eigentlich nicht Schokolade ist, aber dieser sehr florale Geschmack. Frisch mag ich sie nicht, aber hier drin ist es fantastisch. So, this has a great flavor. Of course, fast forward, it's sweet, it should be, it's a gem. It has a great fruitiness, so it has really a nice flavor of oranges. And I think there are also small pineapple chunks. I have just one now between my teeth to chew on. I can't taste the mango, but I don't think that's an issue. And it has a really, really nice flavor from the chocolate morugas. I don't like them fresh because I find them too floral actually. So I don't like them when they are fresh to eat them. But they fit really well inside here and I like them here. And now after this third spoon, there's also nice, really a nice and intense, so it builds, the burn builds. Also es entwickelt sich jetzt nach dem dritten Löffel tatsächlich eine Schärfe, die entwickelt sich jetzt so nach und nach. Es ist im ersten Moment ein bisschen abgefedert, glaube ich, durch die Frucht und den Zucker. Es schmeckt großartig. So, auf jeden Fall geht das auf Pfannkuchen. Das kann ich euch sagen. Das mache ich, glaube ich, direkt am Wochenende.
Und ich wette, das geht auch richtig gut auf so eine Butterbrotstulle. Jede Wette, manchmal sind die einfachen Sachen wirklich am allerbesten. So I bet this would fit fantastic on some pancakes. And maybe sometimes this the simple stuff is the best one. We say Butterbrotstulle. It's actually just a flat white bread. Not a toast actually, but a flat white bread with some butter on it and then this jam. I can imagine that taste is heavenly. The heat is still building, also die Schärfe entwickelt sich immer noch. Ich fange jetzt so langsam an, wirklich so Wasser im Mund zusammen zu haben. Das ist aber also sie tritt eigentlich aus den Socken, aber ich würde sagen, das ist jetzt schon eher scharf, dass es mindestens so eine 8 bis 9. Also das ist jetzt nichts für Kinder und wirklich eher für Fortgeschrittene, außer es ist in ganz kleinen Dosen irgendwo drin. Aber es ist eine sehr angenehme Schärfe, die nicht so spitz und scharf ist, sondern im ganzen Mundraum verteilt ist. Über die ganze Zunge, der Gaumen, ein ganz bisschen im Hals auch. Ja, sehr angenehm. So, the heat, how to describe it? It's actually quite hot now, so it built some heat. It's about, I would say, 8 to 9, so this is surely nothing for kids and also not for just random people. But it has a really nice heat. It's intense, but it's not painful, so it's really nice and it's distributed everywhere in my mouth. So it's on my gums and it's on my tongue. It's on the ceiling of my mouth and also a little bit in my throat. But it's rather a warm and not a punching heat. So it's really beautiful. Thank you so much for this treat. It's amazing. Also das schmeckt wirklich unglaublich. Ich werde gleich nochmal meinen Käse mit Marmelade verputzen. Euch danke ich fürs Zusehen und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sehe euch nächstes Mal wieder. Ihr wisst das schon. Abonniert bitte meinen Kanal, klickt gerne die Glocke, dann bekommt ihr immer wieder Nachrichten, wenn es was Neues gibt. Folgt mir auf meinen anderen Kanälen und dann sehe ich euch bald wieder. Yeah, I hope you enjoyed this review today. I think I will have some of this beautiful jam with my cheese, which I have it anyway here. Yeah, please follow and subscribe to my channel. Follow my other channels too, Facebook and Instagram. And I hope to see you soon. Wiedersehen. Tschüss. Okay.